Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video unserer Tutorial-Reihen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eine Partition auf eurem Rechner installieren könnt, also eine neue Partition. Ihr habt zum Beispiel nur den lokalen Disk C, ihr möchtet aber D für separate Videos, Bilder oder einfach für ein Backup eures Systems machen. Und damit es halt geschützt ist von einem Systemausfall, kann man das separat abspeichern auf einen virtuellen Harddisk bzw. auf einer virtuellen Festplatte. Und dazu sind diese Partitionen sehr gut geeignet. Dazu einfach mal EasyUse Partition Master eintippen, dann dem ersten Link gleich folgen und dort auf Download gehen. Dann die EasyUse Partition Master Free runterladen oder die Trial-Version. Ich habe jetzt die Free runtergeladen und die öffnen wir jetzt mal und installieren das Ganze schnell. Das Ganze können wir in englischer, deutscher, französischer, spanischer Sprache installieren. Wir installieren es natürlich auf Deutsch. So. Die Backup-Tools müssen wir nicht unbedingt mit installieren. Diese Express Recommended können wir auf Custom Installation setzen und dann das Hakal bei Install Tune-up Utilities auch wegklicken. Das Ganze nochmal. All diese Zusatzsoftware wird nicht unbedingt benötigt. Hier einfach weiterklicken, registrieren müssen wir uns nirgends. So, und nun ist das Ganze fertiggestellt und wir können es auch gleich starten. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Wir gehen zur Startseite. Und wir sehen hier unsere Festplatte. Das ist unsere Festplatte. Sie ist ungefähr so 10% belegt. Und diese möchten wir nun partitionieren. Das Ganze geht in einigen Schritten vor sich. Der erste Schritt wäre, das Ganze so anzuklicken. Und dann zum Schluss der hier angeführten Partition zu gehen und sie so weit zu verkleinern, wie die erste Partition groß sein sollte. Ich mache das ungefähr so mittig. So. Also, ich verkleinere meine 60 GB große Festplatte auf eine 20 GB große, beziehungsweise auf eine 30 GB große Festplatte. Und ich habe jetzt freien Speicherplatz von 30 GB. Diesen klicke ich jetzt an und klicke dann hier auf Partition erstellen, den zweiten Menüpunkt unter Betrieb. Partition erstellen. Die Partition hier einen Plattenbuchstaben zuweisen. In diesem Fall wäre es E, da hier D mit einem
CD-Laufwerk belegt ist. Und wir können hier nochmal sagen, für was das Ganze gut sein soll, zum Beispiel Backups. Und das Ganze wird dann im Label von der Partition stehen. Das Ganze können wir als logisches und primäres Laufwerk kreieren. Primär kann man machen. Logisch wäre es, wenn es kein System Partition sein soll. So, das Dateisystem ist NTFS empfohlen und wir nehmen die volle Größe und klicken dann auf OK. So, jetzt haben wir unsere Partition C und unsere Partition E. Das Ganze ist aber nicht übernommen vom System. Solange wir das Ganze nicht hier bestätigen mit dem Häkchen und Änderung durchsetzen klicken. Also das Ganze können wir jetzt wieder ändern, rückgängig machen oder einfach auf X gehen und das Ganze schließen, ohne die Änderungen wirklich durchzuführen. Wir wollen es jetzt aber durchführen. Ich klicke auf Änderungen bestätigen, dann auf Yes und dann nochmal auf Yes. Jetzt wird unser System neu gestartet. Wenn euer System auf Deutsch ist, natürlich auf Ja klicken anstelle von Yes. Das Ganze dauert bei mir ein wenig, ist auch nur eine virtuelle Maschine. Und jetzt wird der Easyus Partition Master Boot Mode aktiviert und unsere Operationen, die wir durchgeführt haben im virtuellen Bereich, jetzt auch wirklich auf die Festplatte übertragen. Also die erste Operation wäre, die Festplatte C zu verkleinern und die zweite Operation wäre, die Festplatte E daraus zu machen, beziehungsweise die Partition E daraus zu machen. Das Ganze ist dann abgeschlossen und das ganze System wird noch einmal frisch gestartet. So, zurück auf der Windows-Oberfläche nach dem Neustart. Und wir gehen jetzt auf diesen PC und wir sehen, wir haben hier ein Local Disk C und ein Backups E erstellt. Dieses ist leer, das andere ist fast schon zur Hälfte belegt. So. Das war's. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen, wie man die Buchstaben hier zum Beispiel ändert, von C und von E zum Beispiel auf D, damit man die
Ja. Die Harddisks, die Festplatten von C, D und dann das Laufwerk erst auf E hat, zum Beispiel, das zeige ich in einem anderen Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video geholfen und bis zum nächsten Mal.